Was? Da stand doch was. Ich habe keine Lust mehr, ne? Hell. Sieht aus wie ein Bus. Hi. So. No. Vielleicht bist du Käfer? Käferstahl? Wenn ja, dann sollte Flammensturm ja richtig dick reinhauen. Okay. Naja, ohne Mampf kein Kampf. Holy crap. Kann es sein, dass ich den vorher hätte machen sollen? nein. Plus nicht Minus. Oh je. Hm. Okay. Hi. Ah ja. Hier ist es relativ gut kaschiert gewesen, die Wand. Muss ich zugeben. So, das ist jetzt, oh, weiß, ne, Moment. Das Herrscher-Pokémon Schluthem. Was ist das was? Dave, du hast das Herrscher-Pokémon echt eingeholt. Das ist also der Herrscher des verborgenen Stahls. Der ist echt unnormal lang. Die Nährstoffe in dem Gewürz scheinen ihm den gehörigen Energieschub verpasst zu haben. Tun wir es zusammen, Dave. Ich werde es wahrscheinlich jetzt one-hitten. Oh, na, wobei, ist er jetzt gebufft. Sieht halt aus wie... Oh, es geht auch auf den Verbündeten. Böse spielt keine Rolle. Mit meinen Tentagra werde ich... Ja, ja. Sieg einfangen. Ah ja. Oh, ich habe ihn eventuell gerade getötet. Ich dafür EP, wenn ich meinen eigenen Kumpel töte. Nee, ne? Ja, Sandsturm. Quatsch. Das ist aber wirklich aus wie ein Bus. So eine U-Bahn. Alter, wirklich auch Verluste. So, fertig. Tschüss. Schlurren. Der Schlangenwurm? Weiß nicht. Stahlwurm? Schlurren, ja. Was kann... Wir können wahrscheinlich jetzt höher springen, nehme ich an. Oder klettern. Klettern wird es sein. Ich hätte übrigens nicht erwartet, dass das Herrscher-Pokémon so ein drolliges, rundes Gesicht hat. Ich habe den ersten Text nicht gelesen. Scheiße. Ich sage klettern. Darin sollte noch mehr von dem Geheimgewürz sein, das es vorhin vernascht hat. Lass uns schnell nachschauen, bevor es zurückkommt. Dann hau ich es wieder weg. Also das war ja wirklich lächerlich einfach gerade. Das ist das vierte dann. Vier Orden, vier Herrscher. Ne, fünf Orden. Wir haben einen Orden gemacht gerade. Toll gesundes Gesicht. Dave, du bist ein Herrscher-Pokémon. Tobi, halt dein Maul. Wo ist es denn? Komm schon, zeig dich. Ich sollte vielleicht nochmal in diese Höhlen reingehen, stimmt. Vorhin lag ja auch Stuff rum, den ich nicht eingesammelt habe. Das ist ein Superball. Mhm. Aha, gefunden. Hallöchen, liebes Gewürz. Ja. Ich würde dir bestimmt antworten. Ihr findet einen Stängel salziges Geheimgewürz. Ah, weiß für Salz. Ergibt Sinn. Diese Form, diese Farbe, das Gewürz sieht aus, als würde es scheußlich schmecken. Aber das heißt bestimmt, dass es gut für die Gesundheit ist. Das ist auch so ein Quatsch. Iss mal einen Fliegenpilz. Der schmeckt wahrscheinlich auch nicht. Oder trink mal einen Liter Bleiche. Schmeckt scheiße, ist aber immer noch ungesund. Da, diese Sprüche von vor 100 Jahren. Nee. Gegen Anfall. Mal sehen, was das Buch dazu sagt. Salziges Geheimgewürz lindert Schmerzen und Taubheit in den Gliedmaßen. Ich hab auch gleich ein Kilo davon her damit. Anscheinend hilft es auch gegen den Schwund von Muskelkraft. Ja, ich bin krank. Ich habe gerade nicht so viel Muskelkraft.
Dann geht's sofort ans Essen machen. Ja, das hier so und dann das dazu. Ohne, dass du warten musstest. Hier hast du ein super gesundes Sandwich, damit du mir auch bei Kräften bleibst. Vor 100 Jahren gab es auch noch ganz andere Medizin. Oh ja, oh ja. Herrscher und Zeitvorwaltschaft, ja. Achso. Wenn es weitergeht, bin ich mit seiner Quest als erstes durch. Das Stahlding ist Bums. Was jetzt wohl gleich passieren wird? Hm? Na? Habt ihr eine Ahnung? Oh mein Gott, Midaidon kommt raus und will mein Sandwich essen. Also wissen wir doch nicht, aber ich nehme es jetzt einfach mal an. Yes? Möchtest du mir leider ein Sandwich geben? Na gut. Ja, guck mal, er sagt schon gar nichts mehr. Der Pepper. Gria! Komm raus, Mastivioso. Es gibt Essen. Das ist meins. Wir teilen. Oha, du scheinst ja richtig Appetit zu haben. Nimm mir weiter und Mampf schlingen. Anja! Klettern, klettern. Oder doch Hochsprung. Vielleicht gibt es gar keinen Kletter, man kann vielleicht nur hochspringen. Der langsam scheint es seine alten Kräfte wieder zu erlangen. Aber trotzdem sieht es nicht so aus, als würde es bald wieder in seine Kampfform annehmen. Was? Agias. Körperlich scheint es ja fit zu sein. Vielleicht hält es eine geistige Blockade davon ab. Eine geistige Blockade? Ich spreche von einer seelischen Wunde. Wie heißt das noch gleich? Ein Trauma? Davon habe ich mal in einem Buch gelesen. Vielleicht hat es Angst zu kämpfen, weil es mal bei einem Kampf eine schlimme Erfahrung gemacht hat. Aber bestimmt würde es sich irgendwann komplett erholen, genauso wie Mastifioso. Wie sieht's aus, Mastifioso? Wirkt das Gewürz schon? Mais. Oh, tut mir leid. Ich kann nicht jedes Mal erwarten, dass es dir gleich besser geht. Nicht jedes Gewürz zeigt sofortige Wirkung. Oh so. Ach, alles okay. Mach dir keine Sorgen. Dave und ich sehen schon zu, dass wir dich wieder fit bekommen. Das letzte Gewürz fehlt noch. Kann ja nur der Bringer sein. Ja, ganz bestimmt ist es das. Glaubt ihr, sie lassen im Pokémon sterben? Das wäre für eine Story eigentlich mal unerwartet. Es hätte was, aber ich möchte nicht, dass es Mastifioso erwischt. Dave, das nächste Ziel ist das Ende unserer Gewürzsuche. Geben wir im Endspurt nochmal alles. Los, los, los! Okay, ja! Mais. Ja, der Bringer, warum bringt es dann keiner? Oh mein Gott. Und Neon, hab eine wunderbare gute Nacht. Danke fürs Reinschauen. Bring Ring. Hallo Dave, hier spricht Futurus. Der Professor, den du übrigens nie persönlich getroffen hast im Spiel. Miraidon scheint erneut einen Teil seiner ursprünglichen Kraft wieder erlangt zu haben. Offenbar kann es jetzt noch höher springen, wenn du den B-Knopf drückst, während du auf ihm reitest. Schau mal im Hochsprung. Hast du den Pelz zu dem B-Knopf gedrückt, kann Miraidon nur noch höher springen. Wenn du den B-Knopf nur kurz... Ah, okay. Also ein geladener Sprung im Endeffekt. Ich vertraue darauf, dass du auch weiterhin dich gut um Miraidon kümmerst. So, mal gucken. Mal kurz antippen. Ist auch schon höher. Ah ja. Doch, doch. Das ist sehr angenehm. Guck mal, jetzt sind hier Pokémon. Hier waren vorhin keine. Ah ja, guck mal. Möchte ich doch gleich mal fangen. Ich sage, es ist Käferstahl. Nee, du bist kein Step-Move. Wenn, dann überlebst du das hier. Sehr gut. Eisenschädel. Ich habe auch einen Dickschädel. Gibt man nicht so an Schlurm. Spoink, das war doch der im anderen Spiel, oder? Was meinst du? Spoink gibt's hier auch. Spoink ist ein Generation 3 Pokémon. Oder was meinst du über Tobi? Der Professor. Das war doch vom anderen Spiel. Nein, nein, das ist meiner.
Der von Karmesin ist eine Frau. Die so. Wie beschreibe ich das? So alter. Nicht altertümlich, stimmt ja auch nicht. So Barbarenkluft eher trägt. So ein Lendenschurz. Ein bisschen Fetzen obenrum. Ach komm, bleib doch da drin jetzt. Spong zu. Was? Zu klein? Spong zu kein Pokémon sterben lassen. Ach so, das meinst du. Naja, es wird ja nicht im Zuge, das stirbt ja nicht im Zuge der Story. Man erfährt nur, wie es sterben würde. Aber also unter welchen Bedingungen? Wenn es einfach stehen bleibt. Bleibst du da erstmal bitte drin? Jetzt ist aber genug. Genug Schabernack, ne? So, ja, genug Schabernack, Superball. Ganz schön frech von dir, so viele Bälle zu verbrauchen. Also jetzt wird es ja wirklich frech. Ich stelle die ganzen Bälle gleich in Rechnung, Schlurrum. Dampfwalze. Was deine Mutter daheim, ey. Brauchen wir echt nicht hier. So. Jetzt ist aber gut. Mann. Wenn ich einen Meisterball hätte, würde ich ihn jetzt werfen. Ich keine Lust mehr habe. Du bist ein Level 24 Kackdrecks-Pokémon. Bleib jetzt in dem Scheißball. Guck mal, es fängt jetzt auch noch an zu regnen. Du wirst nass. Du wirst krank. Zieh dir mal was an, ja? Los, ab in den Ball. Ich setze mich da auf den Ball drauf, dann kommst du nie wieder raus. Kann man Pokébälle zusperren? Mit einem Schlüssel, dass die wirklich keiner mehr aufkriegt? So, das ist mein Pokémon. Oder ich werfe den Pokéball jetzt weg. Weiß nur, wo Sana ist, keine Ahnung. Oder ein Pikachu. Und sperr vorher den Ball zu. Gibt's bestimmt irgendwas, oder? Ganz spezielle Pokebälle. Um Pokémon zu versiegeln für alle Ewigkeiten. Ey, was ist denn los? Jetzt auf einmal? Also, seit einer Stunde ist das Pokémon-Fangen deutlich schwieriger als das ganze Spiel bisher. Vorher so, ja, ein, zwei Bälle, fertig. Easy. Und jetzt? Brechen sie dauernd aus. Irgendwas ist passiert. Irgendeine Flag wurde gesetzt. Weil da war ich noch in der. War die Tutorial-Flag noch gesetzt. Und das Spiel hat jetzt bemerkt, so, oh warte mal, der ist ja seit Ewigkeiten nicht mehr im Tutorial. Ich bin doch irgendwie nicht sehr effektiv. Probieren wir es mal. Scheiße. So wie zu nicht sehr effektiv, du Drecks. Ah! Mann! Dummes Dummi-Miesel. Ach, scheiße. Ach, komm. Das war jetzt komplett für den Aussturm. Jetzt muss ich ein neues suchen. Wer ist denn vorne? Ach, Mann. Das ist... Dummi-Miesel, du wirst gleich weggesperrt für alle Ewigkeiten. Ja. Wirklich nicht. Kein neues. Doch da. Ne, was ist denn Dick da? Dick 3. Na gut, so. So, Wangenrobler für Paralyse, damit es einfacher geht. Gut. Kann nicht handeln. Hm. Dann. Funkensprung. Einfach mal werfen. Das hat eigentlich bisher immer funktioniert. Und es ist paralysiert.
Natürlich. Das klappt jetzt wieder, ne? Schlurm das Regenwurm-Pokémon. Doch nur reiner Stahl. Schade. Auch nur auf Käfer getippt. Es lebt in trockenen Wüstengebieten, wo es den im Boden enthaltenen Eisenanteil konsumiert, um seinen metallenen Körper in Stand zu halten. 310 Kilo. Wie groß bist du? 100 Meter. Uiuiui. Ja, schon nicht wenig. Das war nicht die Länge, aber wie hoch? Also was für ein Durchmesser hat das Ding? Das wäre noch spannend. Kann man sein Volumen alles ausrechnen. So. Kann ich das doch nicht wieder rein? Nein, aber da lagen doch Items. Okay. Dann war ich in die andere auch nicht zurückgehen, ne? Okay, das ist jetzt interessant. Ich dachte mich wirklich, ich könnte da jetzt wieder reingehen. Um den Superball, der da am Boden lag, aufzuheben. Oder war das ein Grafikfehler? Der sollte da gar nicht sein. Ich war schon irritiert gerade, dass es ein Superball ist, der da rumliegt. Wenn ich jetzt hier zu diesen Dingen hinfahre. Oh doch, da kann man rein. Oh je. Da muss ich mich jetzt in allen umgucken, ne? Nein. Lass mich doch einfach vorbei. Oh Gott. Was ist das denn da unten für einen riesen Block? Das ist spannend. Ah ja, Sieht man den Tor? Oh, guck mal. Die Sonne spiegelt sich da unten schön. Hey, letztens, oh Gott, ich bin wirklich in der Kamera gebackt. In der Wand mit der Kamera gebackt, so rum. Hatte ich letztens in Guild Wars auch so einen Moment, wo ich wieder schön durch die Map überall hingucken konnte. Das war toll. Irgendwann gestern, vorgestern? Ah, hat Spaß gemacht. Ich mag sowas. Ich find's witzig. War immer interessant, wie sowas aufgebaut ist. Das ist nur der Weg nach oben, wie das, den wir runtergefahren sind ganz am Anfang, ne? Ja. Aber jetzt auch noch mal. Ach, come on. Ich glaube, ich sollte Wasser-Pokémon vorne hinsetzen, damit es ein bisschen einfacher geht. Das andere Mal das Würmchen. So. Da hinten. Ja, hallo Vulcano. Ah ja, perfekt. Also ich kann da einfach runterspringen gleich. Ja. Halt. Du bist auf dem Auto. Du wolltest noch zur Akademie zurück. Stimmt! Das ist auch schon wieder 2-3 Stunden her, ne? Ja, wobei, vielleicht eine Stunde. So, hier bin ich noch gar nicht anscheinend. Das ist zu hoch, um hochzukommen. Guck mal, das schläft. Sonnenstein. Aber wo Stein? Halt, da war was. Was soll das hinhocken? Warte mal. Steine, sind die hier? Donnerstein, Donnerstein, Donnerstein. Mist, wirkungslos. Ich hätte für Osrea wirklich auf den Donnerstein getippt für die Entwicklung. Oh. Okay. Echt nicht? Mist, dann habe ich keine Ahnung, wie ich mich entwickle. Hast du wirklich noch eine Level-Up-Entwicklung? Du bist schon Level 43 und bist noch die Mittelstufe wahrscheinlich. Ich weiß es nicht.
Da ist ein Item. Aber hier sind auch noch überall Items. Ein Beleber sogar. Alter. Vielleicht muss hier noch rumliegen, ey. Wer war ich denn hier noch nicht, ey? Ich komme jetzt zu nichts in dem Spiel. Das ist so groß. So viel zu tun. Durchbruch. In der Forschung, oder? Ach, ich bin so lustig, ja. Dann werden wir dich auch noch nicht bekämpft haben, nehme ich an, oder? Knusch, knusch. Willst du mir damit etwas sagen? Oh mein Gott, du bist auch auf uns drauf. Willst du mir etwas sagen? Du bist eine Unlichttrainerin. Oh, Yellow hat es zerlegt vorhin. Shit. Na, warte mal, dumm Miesel. Weil hier alles sandig ist, habe ich jetzt Sand zwischen den Zähnen. Okay. Ach, deswegen knirsch, knirsch. Das ist trotzdem Unlicht. Okay, nehmen wir mal. Das ist so weit weg von Unlicht wie nur möglich. Hallo, so ein Flora. So ein Flora könnte auch nochmal eine Entwicklung brauchen. So ein Flora ist halt auch ziemlich trashig. Mit Sonnenstein zu so ein Flora, dann nochmal mit Blattstein zu. So ein Flo-Flo-Flora. Ein Dornfan. Das ist jetzt ungünstig, in der Tat. Blacky! Der will ein Gewalt war. Die Iwene. Oh, die hat sogar drei Pokémon. Guck mal an, so langsam wird's ja. Also das wird ihm sehr effektiv stehen, wahrscheinlich zum Schluss erst, oder? Das ist ja auch sehr effektiv. Ja, ja, gut. Oh, noch ein Wurm. Was da rausguckt. Warum ist jetzt ein Gewalder da gerade? Maskerregen. Oh, kann man wieder Dummiesel machen. Dummi-Miesel. Wenn es eine Benachrichtigung gibt, dass man nicht unsportlich sein soll, ist ein Team zurückgelassen. Mein Schiff ist auf Autopilot. Das Gefecht hat gerade mal angefangen. Ich kann mal kurz raus haben. Was? Und der sagt wieder das Spiel und nicht Windows. Ach, guck mal, Antikraft. Los. Platsch. Omniboost, Omniboost, los. Sinnloser Omniboost. Schade. Spielst du World of Warships dann, oder? Das ist Schiffe? Die Benachrichtigung kommt aber als Windows-Benachrichtigung. Ja, das können die Spiele ja mal benutzen. Wenn ich zum Beispiel TeamViewer zumache, kommt auch mal die Meldung. Ja, Programm läuft noch im Hintergrund. Das ist auch eine Windows-Benachrichtigung. Aber es ist ja trotzdem von TeamViewer. Weißt du, was du meinst? Okay, da unten ist nichts. Ja, natürlich ist da noch was. Guck mal, wie gut ich bin. Ich weiß einfach alles. Ah, hier sind wir. Okay, okay. Da unten. Das Ding oben drauf. Das Ding oben drauf. Ja, das muss ich aufhören. Die Schienen sind verschwunden. Das ist okay. Was? Ah, ne, ist der Motor. Alles gut. Schade. Ich höre doch eins. Ist oben wahrscheinlich. Ne? Super Trank, Super Trank. Ah, es geht wirklich.
weil ich bin dann einem vorbeigefahren. Ich hole es auf dem Rückweg. Aber hier sind halt auch noch welche. Das ist nämlich der Start der Route. Ja, nicht ganz. Es ist ja noch was anderes. Ein Magnetilo. Hops. Was sind hier nochmal Hops Bros? Meryl. Sesokits. Was geht hier auch nochmal lang? Oh mein Gott. Ein Leuchtturm. Noch einer? Ich bin 20. Schleimer! Schleim, Schleim. Okay. Ganz schön leise hier. Eissturm. Hier oben auf dem Leuchtturm ist es schön ruhig. Manchmal machen hier auch Pokémon namens Voltdeldrast, um ihren Flügeln eine Pause zu gönnen. Ist er drüben? Eine weitere Karte. Ist das eine Mauer? Ganz schön hoch hier. Ja, wirklich. Auf dem Weg hier habe ich ein Rotom gesehen. Also ein wildes, das nicht in einem Smartphone drin steckt. Wer hätte gedacht, dass sich direkt hinter einer so modernen Stadt die weite Natur entfaltet. Das lässt das Herz einer Wanderin wie mir sofort höher schlagen. Eines dieser 10 Wunde? Paldeas? Was für 10 Wunde? Das Ding da? Der Klotz? Ein Wunder. Wunder, dass man das finanziert bekommen hat. Ich habe die Baugenehmigung dafür. Ja, aber der Vorschrift. 5 Euro Steam-Guthaben. Haben oder nicht? 5 Euro Steam-Guthaben. Gibt mal Geld dafür, dass man das spielt. Dann spielt es auch. Also für Geld würde ich es spielen. Ja, aber der Vorschrift. Sponsert mich, wenn ich spiele euer Spiel. Ja, bin ich mir sicher. Ich hab's in der Beta damals kurz gespielt. Das war die Zeit, wo ich auch noch WoT gespielt habe, also World of Tanks. Zur Hintergrundmusik dürfte langsam wieder dazukommen, Spiel. Wäre schon nett. Das Ambiente. Ich hab's so 2-3 Stunden gespielt. War ganz nett, aber hat mich jetzt irgendwie so vom Hocker gehauen. To be honest. Es war mir zu. Es ist zu wenig passiert. Ich war zu ungeduldig dafür halt auch. Warte mal. Oh, kann man wirklich. Okay. Na, ja. Ah, scheiß Spiel. Das ist. Das ist wahnsinnig. Hui! Oh ja, Pokémon einfach drüber springen. Die ersten 4000 Spiele auf Steam, die aktuell 50 Zufallsgefechte gewonnen haben, bekommen $5. 400.000 mal 5. Die ballern einfach 2 Millionen raus? Moment. Okay. Das ist auch eine Marketingkampagne. Die ist vor allem eins teuer. Ob die aber wirklich zielführend ist, wage ich beinahe zu bezweifeln, aber. Ja, okay. Deren Geld. Für 2 Millionen. Wenn die mir 2 Millionen geben, dann streame ich mein restliches Leben nur noch deren Spiele. Für ein Jahr vielleicht. Ich könnte es gar nicht, nur ein Spiel spielen, also im Stream. Für immer.
Oder mal andere Spiele spielen. Ich möchte sie belehren und Black Friday Sale. Oh, okay. Das 2 Millionen würde ich schon einiges machen. So, was bist du? Karate Heini. Shit. Nee, aber dumme Miesel geht gar nicht. Ich wäre tot. Läuft man als Bait quasi. Ja, damit man schön in den Steam-Langlisten auch weiter oben steht. Das sind natürlich jetzt alle Suchten deswegen. 5 Euro, 50 Gefechte gewinnen. Das ist ein ziemlich schlechter Stundenlohn, glaube ich. Wenn du es nicht einfach bam, bam, bam machen könntest, das wäre viel angenehmer. Und die Animation dauert so lang. Die ist so unnötig lang vor allem. Ich weiß schon wieder gar nicht, wo ich eigentlich hin will. Ich will das Gebiet wieder immer fertig erkunden, ne? Ja. Saban. Hm. Bin ziemlich rau mit dir umgegangen. Hättest du es anders gemacht? Wenn ja, dein Pech. Mit einem Gegner geht man immer rau um. Hui. Hui. Boing. Boing Flip. Hallo, Hariyama. Ich möchte nur einmal ganz kurz hier lang. Weil die Würmer gerade, ey. Kann sein, dass die erst freigeschalten wurden, nachdem wir den Wurmboss besiegt haben? Na, doch, wie ist eins. Dachte ich mir doch, hier muss eins sein. Ganz im Gefühl. Wollte es gerade sagen und dann habe ich schon gefunden. Wasserfall. Hm. Oh nein, hallo Bakuhito. Möchtest du mit mir mit? Das ist aber ungünstig. Du bist kein Gen 9 Pokémon. Entsprechend. Nur noch mal Schaufler. Ein bisschen leveln. Abschlag. Das kannst du ja eher ausschlagen, dein Abschlag. Tschüss. Also wenn ich lande, bin ich dann immer noch im Boost? Ja. Sehr praktisch. So, oh Gott. Ihr denn alle her. Hier hoch. Hier war ich nämlich noch nicht. Oh, guck mal an. Ich wollte nämlich schon fast runterspringen. Hinab in die Tiefe. Ich kann nicht da gerne runtertreten. Kein Problem, ich helfe dir. Ich hatte schon ca. 30 Liga auf meinem World of Warships Account, also von dem her. Ja, aber die Frage ist, ob das mitzählt oder ob du wirklich ab Start dieser Aktion bis dann 50 haben musst. Also, dass es halt neu zählt. Das glaube ich nämlich eher. Oh, guck mal, einer hat gereicht. Eieiei. Wir sollten diese Anschläge vielleicht auch mal langsam fangen. Wie fehlt uns ja noch? Ich bezweifle, dass das mit rein zählt. Das wäre ein bisschen unfair. Aber dass es 400.000 Leute sein sollen, die 5 Dollar bekommen, das halte ich wirklich für sehr, sehr krass. Das kann nicht sein. Hast du dich da vertippt vielleicht? Kopfnuss. Nur 50 Zufallsgefechte vollbekommen, also gegen echte Spieler. Ich spiele sogar nur gegen Bots oder Load hier. Das heißt, zählt es denn überhaupt? Oh, meine HP-Leiste. Oh, perfekt. Oh, na, wir haben unser Langer. Na, Abort-Mission, Abort-Mission. Scheiß, wir haben uns. Toll, Critical Catch. Ach, leck mich. Da kriege ich einen Critical Catch. Wenn ich merke, oh, scheiße, das habe ich schon. Oh, guck mal. Naja, ist ein langer Sand.
Sind wir überhaupt in der richtigen Box? Wahrscheinlich wieder nicht, ne? Nein, wir sind wieder in der Teambox. Scheiße. Oh, ich habe immer eine halbe Box gefangen heute. Ach, Mann. Und guck an. Dein Hagel. Okay. Vielleicht nehme ich danach hier unten das Wasser. Dickter Erde. Gut. So, was bist du? Ein Kirlia. Ein Kirlia mit einem Special-Typ. Und zwar... Was bist du? Feuer! Spannend. Feuer-Kirlia. Die Möglichkeiten sind nicht so grenzenlos. Oh, sehr gut, wir sind mit Wasser-Pokémon da. Egal, wann würde mir ein Feuer-Kirlia von Nutzen sein? Nicht gar nicht, ne? So 400.000, aber das mit den 400.000 sieht man nur, wenn man die detaillierten Regeln durchliest. Ja, aber 400.000 Leute, die jeder 5 kriegen, das ist halt shit ton of money, 2 Millionen Dollar. Dachte früher mal, als es nur World of Tanks gab. Noch ein Critical Catch? Ein Critical Catch nach dem anderen. Das ist, warum? Sind doch auch noch die ersten, ne? Neues Pokémon. Kirlia, das Emotions-Pokémon. Die fröhliche Stimmung seines Trainers ist die Quelle seiner Psychokräfte. Wenn es glücklich ist, tanzt es und dreht es sich. Nee, ich sehe nichts. Oh, hi. Wo war ich hier? Da ist ein Glitzy-Ding. Ein Glitzy-Ding. Hi. Meine Nase heute. Heute ist schlimm. Huch, was ist da unten? Da unten war doch was. Ah ja. Sie sehen? Da buddelt sich ein Dick darum. Zwei Superbälle. Das ist gut. Du bist ein Roly-Coly. Ah, okay. Halt. Lass mal einfach. No. Plagbohrer. Ich habe ein Zuhause. Benutze ich einfach mal. Ein Schlagbohrer sollte auch jeder zu Hause haben. Nicht nur eine Bohrmaschine, sondern auch wirklich ein Schlagbohrer. Giftschock. Ah ja, natürlich mit Wasserfall, damit man es schön begrenzen kann. Verstehe. Ne? Leere ist okay. Da hinten liegt das nochmal ein richtig geiles Item, das Mega-Item. Wieder ein Groll drauf. Wurden hier so viele Dinger. Was? Ist das Schatten? Ja, das ist einfach nur Schatten der Feuerstelle. Das wäre eine weirde Textur. Hallöchen, was ist hier denn los? Da oben. What? Wie hab ich denn das bisher übersehen? Dunkelstein. Ah. Feuerstein. Sag mal. Steinknochen. Hey, bin ich denn da mal vorbei? Guck mal.
Hier noch runter. So. Noch ein Item. Nee, hier ist kein Coin-Ding. Ah, da vorne steht eins. Nein, Barmelin. Das Event läuft aber auch schon 9 Tage. Ja, dann sollst du dich mal ranmachen hier, ne? Wird das nichts mit 5 Euro Dollar. Kannst du dir kein kleines Idle-Trash-Game kaufen. Weil die sind doch eh alle kostenlos, oder? Weil es gibt bestimmt eins, das nicht kostenlos ist. So, jetzt gleiten wir östliches Meer von Paldea. So, jetzt gucken wir mal da hin. Was da so passiert. Oh, wir fallen ganz schön schnell runter. Also. Das ist... Das hier ist ein unsichtbare Mauer, guck mal. Ich kann hier nicht weiter. Wie frech! Oh, da ist nicht gut. Da finde ich nicht gut. Nö, Game Freak. Nee, da bin ich sauer. Das war jetzt zu dieser Insel. So. Da war ich nämlich noch nicht. Bin ich traurig. Hm? Und was bist du denn? Ach, ein Goldfisch. Nein, nein, du. Oh Gott. Was meinst du zu WOT? WOT ist ganz nett, aber es hat Spaß gemacht, ab und zu random ein paar Zufallsgefechte zu spielen. Aber da wirklich Energie reinstecken, hatte ich es nie vor. Auch nicht so Bock drauf. Aber so ein paar random Runden fahren. Ist schon ganz witzig, aber es ist kein Suchtgame aus meiner Sicht. Also klar, man kann es gesuchten, klar, natürlich. Man kann alles suchten. Ich kann auch Hello Kitty Essig. Okay, ich kann auch Essigherstellungen suchten. Ja, es ist okay. Es macht schon Spaß. In den Low-Leveln war ich relativ gut. T4 wurde es dann langsam, dass die Leute auch besser wurden. Also T1, 2, 3, die Leute, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man da mit Bots aufgefüllt wird oder ob die Leute einfach wirklich so dämlich sind, pflanzen sollen. Aber die habe ich einfach komplett zerlegt da am Anfang. Oh, guck mal. Geht einer. Jetzt muss ich noch ein Pokémon umgeben, das ist ungünstig. Ich komme nicht an dich hin. Oh, Carbon. Initiative. Das war, wir haben Strategy nicht da. Okay, da hat es auch mega Spaß gemacht. Hello Kitty Essig. Ja, genau, es gibt bestimmt eine Hello Kitty Essig. Es gibt alles von Hello Kitty. Also, warum auch nicht Essig? Haben wir dich schon? Nein! Ja, scheiße. Dann muss ich dich erfangen. Na, oh, Kopfnuss. Perfekt. Nicht vergiften. Nicht vergiften. Gut. Drin bleiben. Komm. War das wieder ein Critical? Nein. Nein, oder? Oder hat er nicht aufgepasst, ne? Es kann nicht sein, dass die letzten 3 Critical waren. Unmöglich. Gasteller, das Quälstern-Pokémon. Es hat beeindruckende regenerative Kräfte. Von ihm abgefallene Tentakel schmecken so bitter und herb, dass sie kulinarisch ungenießbar sind. Es gibt ein paar Leute, denen ich das zu gern... Egal. Nein. Ich sag nichts. Aber wenn ich das zu sagen habe, soll die Klappe halten. Haben wir schon im Bambi gelernt.
Haseklopfer hat gewusst, wovon er spricht. War eigentlich das ja ein Sprichwort von seiner Mutter. Gucken, bist du gerade frei? Ja. Blacky vorne. Nein, Dummiese. Vor. Blacky hat gut nachgelevelt. Ich kann es nicht finden. Ich habe überall danach gesucht. Aber ich kann mein Potenzial einfach nicht finden. Und Bots erkennt man daran, dass sie einen Namen haben mit Leerzeichen drin. Und die anderen sind einfach nur Name. Okay. Ich mochte die Karte, wo du zwei Dörfer hast und in der Mitte dieses lange Feld. Oder den langen Weg außenrum. Wenn du lang genug gewartet hast, ist immer einer über das lange Feld gefahren und du konntest ihn wunderbar raussnipen. Irgendeiner hat immer die Geduld verloren. Die waren schön. Ja, dann machen wir Antikkraft, vielleicht will ich Omni-Boost. Das war ein Crit, natürlich crittest du mich jetzt. Ich hätte dich gehutet, wenn du mehr Pokémon hast. Omni-Boost. Wir haben noch gar keinen bekommen, nämlich die, ne? Okay, sehr fertig. Dann ist wurscht. Kann ich nochmal durch die Wand bitte gucken? Also, ich drücke gerade. Diesen Error-Sound oder was das sein soll? Oh, guck mal, hi! Du bist ein Delfin, kein Hai, sorry. Ach, mein Zimmer, dieser eine Kante steht, das ist doch lächerlich. Cabrador, du bist an Land, das ist schlecht für dich. Ah, oh, das ist im Wasser, was bist du denn? Du bist ein Gavados mit Psycho. Fast, das ist ein Gavados daneben. Ja, gar nicht mal so schlecht. Irgendwie habe ich das gerade gebrochen. Und das ist schlichter. Kein Item. Ach nee, warte mal. Das war das, wo man eh hier rüberfahren konnte. Hier waren wir schon. Das ist mal so halb in die Stadt ins Wasser. Oh Gott, die Biskus. Ja. Yeah. Was ist denn das? Game Crash? Yay! Mittlerweile ja nicht mehr so schlimm. Das ist die Frage, war der Kampf noch... Wahrscheinlich stehen wir jetzt bei dem Kampftyp, sie. Oh. Doch schon nach 0 Uhr. Habe ich jetzt doch schon wieder 5 Stunden gemacht. Das ging ja also eigentlich sogar von der Kraft. Ich habe halt wirklich Hunger. Problem ist, ich kann mich auch nicht hinstellen. Mir tut eigentlich so dahinter weh, mit dem Bein. Ja. Aber warte mal, ist er besiegt? Ja, perfekt. Fahren wir jetzt direkt auf die Insel. Und wissen wir, dass das, was wir noch nicht brauchen. Gott sei Dank haben wir Autosave mittlerweile an. Wo hätte ich mir aufgegeben? Was lässt? Wir haben einmal gespeichert heute nämlich. Imagine. Boah, ich hätte vor Frust ausgemacht. Ich hätte alles zerschlagen. Da wäre ich wirklich sauer geworden. Nee. Tauchen. Hier, da hätte ich... Da hätte mich der Frust übermannt.